Vielen Dank, Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und er predigte vor einer halbleeren Kirche. Ich werde es trotzdem versuchen. Der Landtag hat den von der Landesregierung eingebrachten Gesetzentwurf in seiner 22. Sitzung am 16. Januar in diesem Jahr in erster Lesung angenommen und in den Ausschuss für Finanzen und Haushaltsfragen überwiesen. Mit dem Gesetz zur Änderung des Grundgesetzes aus dem Jahre 2009 wurden die Beschlüsse der Föderalismuskommission II umgesetzt und neue Regelungen zur Begrenzung der Kreditaufnahme in das Grundgesetz eingefügt, die die Länder verpflichten, ihre Haushalte grundsätzlich ohne Einnahmen aus Krediten auszugleichen. Die Länder dürfen jedoch durch Landesrecht im Rahmen ihrer verfassungsrechtlichen Kompetenzen eine vorübergehende Neuverschuldung für konjunkturbedingte Schwankungen sowie für außergewöhnliche Notsituationen zulassen. Diese Möglichkeiten werden ohne eine landesrechtliche Regelung nicht gegeben. Der vorliegende Gesetzentwurf schöpft die landesrechtliche Regelung der im Grundgesetz eingeräumten Handlungsspielräume aus. Die Umsetzung der grundgesetzlichen Schuldenregel im saarländischen Landesrecht bedingt, dass der gültige Artikel 108 Absatz 2 der Verfassung demzufolge insbesondere eine Neuverschuldung in Höhe der Investitionsausgaben zulässig ist, ersatzlos gestrichen wird. Detailregelungen erfolgen in der Landeshaushaltsordnung sowie in einem neuen Haushaltsstabilisierungsgesetz. Die Bestimmungen zum Konjunkturbereinigungsverfahren sollen in einer Verordnung geregelt werden. Ziel des Gesetzes ist es, die Grundlage für eine solide und tragfähige Haushaltswirtschaft des Saarlandes im Spannungsfeld von Schuldenbremse, stabiler Haushaltswirtschaft und der Berücksichtigung der Investitionsoffensive und Sanierungshilfen zu schaffen. Die Umsetzung der Schuldenbremse sowie der Haushaltsstabilisierung erfolgt im Rahmen eines Artikelgesetzes getrennt vom eigentlichen Haushaltsgesetz. Damit wird dem Landtag eine intensive Beratung ermöglicht. Der Gesetzentwurf schafft zwei neue Sondervermögen, das Sondervermögen Konjunkturausgleichsrücklage sowie das Sondervermögen Zinsausgleichsrücklage. Zweck der Konjunkturausgleichsrücklage ist die Absicherung der Tilgungsverpflichtungen bzw. die Vorsorge für einen konjunkturellen Abschwung. Das Sondervermögen Zinsausgleichsrücklage schafft eine Vorsorge für Zinsmehrausgaben in späteren Haushaltsjahren, wenn der derzeitige Durchschnittszins überschritten wird. Die landesgesetzliche Regelung trägt zur Flexibilisierung der Schuldenbremse innerhalb der grundgesetzlichen Rahmen bei. Ein Verzicht auf entsprechende Regelungen würde die Gefahr der Verletzung der Vorgaben des Sanierungsgesetzes mit unmittelbaren Verlusten in Form eines Teilbehalts der Sanierungshilfen deutlich erhöhen. Der Ausschuss für Finanz- und Haushaltsfragen hat zu dem Gesetzesvorhaben eine öffentliche Anhörung durchgeführt und neben der Einholung von fachlichen Stellungnahmen von Verbänden und Organisationen, auch Forschungseinrichtungen füge ich hinzu, den Bund der Steuerzahler, den meine ich damit nicht, den Lehrstuhlinhaber und für europäisches Steuerrecht der Universität des Saarlandes sowie einen Vertreter des Bundesministeriums der Finanzen angehört. Der Gesetzentwurf wurde dabei überwiegend als geeignete Grundlage für die landesrechtliche Umsetzung der grundgesetzlichen Schuldenbremse und der Einbeziehung der Sanierungsverpflichtungen des Landes bewertet. Er wurde für zielführend erachtet, die Schuldenbremse unter Wahrnehmung maximaler Handlungsspielräume im Landesrecht umzusetzen. Herr Präsident, meine Damen und Herren, die Koalitionsfraktionen haben zu dem Gesetzentwurf einen Abänderungsantrag eingebracht, den als Drucksache 16/1789 vorliegt. Er enthält im Wesentlichen klarstellende Änderungen. Auch die linke Landtagsfraktion hat einen Abänderungsantrag eingebracht. Die gesetzesändernden Regelungen sollen die Landesregierung verpflichten, die außergewöhnlichen Notsituationen darzulegen und für die Kreditaufnahme eine konjunkturgerechte Tilgung vorzusehen. Der Abänderungsantrag der Koalitionsfraktion wurde mit Stimmenmehrheit angenommen. Der Abänderungsantrag der Die linke Landtagsfraktion mit Stimmen der Koalitionsfraktion abgelehnt. Oh Wunder. Der Ausschuss für Finanz- und Haushaltsfragen empfiehlt dem Plenum einstimmig, bei Enthaltung der linke Landtagsfraktion, die Annahme des Gesetzentwurfs in zweiter und dritter Lesung. Ich danke für die Aufmerksamkeit. Musik